Hallo und herzlich willkommen zurück zu der sehr wahrscheinlich letzten Folge von The Case of the Golden Idol, der lemurianische Vampir. Mit dem Kapitel, die weniger als amicable, die weniger als ehrvolle, die wenig ehrvolle Abfahrt der beiden Erkunder. Ist das Oberon Geller und der Cloudsley? Kann das sein? Ja gut, es bietet sich an, weil das Ganze muss ja Full Circle in die erste Mission kommen. Du Verräter! Und da müssen wir hier das Idol gefunden haben auf dieser lustigen Insel. Aber zuerst mal gucken wir uns diese Zwischensequenz an. Deine Aktionen haben unsere Kommune in Gefahr gebracht, Subiri. Es tut mir leid, aber wir müssen dich isolieren. Ja, schönes Bodengefängnis. Auch geil. Welche Actions denn? Ach so, ja, weil natürlich, weil der Tower Dweller den Tisakamini getötet hat und die haben jetzt alle voll Angst vor dem. Und jetzt kommen die beiden Explorer hier an und erzählen irgendwas. Oh, eine Höhle. Ein beschädigter Steinpfeiler. Blümchen. Ah! Albert Cloudsley, Oberon, was in aller Herrgotts Namen ist hier los? Du hast mehr Kräfte als nur Gedanken lesen. Edelsteine, eine Pfeife, Tabak und ein Vertrag, 5. Januar, beide Parteien, bla bla bla. Ne, Albert Cloudsley und Oberon Geller, ne, Albert Cloudsley darf alle zwei Drittel aller bla Sachen behalten und Oberon Geller kriegt halt ein Drittel und das Recht auf alle goldenen Statuen. Weil er die Karte provided hat. Und die hat er auch von Subiri bekommen. Oberon Geller, Albert Cloudsley. Guck mal, die kennen wir doch schon. A long time ago, after the arrival and in the tunnel. So, guck mal, da haben wir doch schon. Oberon Geller, fangen wir doch direkt schon mal an. Ne? Hit the ground running. Used the golden idol on the... to try to whatever keep the... Lalalala, irgendwer hat disarmt irgendwen und lalala. Okay, aber das können wir, glaube ich, schon mal sagen, dass das passiert ist. So, Oberon. Ha, es funktioniert. Das ist fantastisch. Wagt es nicht, uns zu folgen, außer ihr wollt Zeuge werden von mehr meiner tödlichen Power. Achso, das sagt er in Lemurien, ne? Und das ist die englische. Oberon, lalalala. Albert, we are leaving. Wir gehen. Ein Drittel. Edelsteine, eine geladene Pistole. Arztsachen, derselbe Vertrag. Ich klicke das einfach mal alles an, damit wir hier durch sind. Und das Golden Idol, gesetzt auf bereit für Leben, für Meta zu ingesten. Genau, es hat Meta decreased, increased und jetzt ist es bereit, Es ist rot, es ist bereit zu decreasen, egal. Auf jeden Fall hat er hier irgendwas kaputt gemacht. Eine zerstörte Steinbrücke. Subiri, Subiri, er hätte mich getötet, wenn du nicht gewesen wärst. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Der sieht auch irgendwie immer anders aus, ne? Habe sehr wahrscheinlich teuer bezahlt für diese Entscheidung. Was ich ihm gegeben habe, ist das höchste, das wahrscheinlich gefährlichste Gerät, das ich kenne. So, guck mal, sie ist doch hier auch wieder der Mir. Der Dingens würfelt sehr wahrscheinlich von ihr. Wie kannst du es wagen? Wie könnt ihr es wagen, eure Hände oder uns zu bedrohen? Oder einen von uns zu bedrohen? Wenn ich euch finde, werde ich euch töten. Und bringt zurück, was ihr gestohlen habt. Ja, das machen Diebe auch. Kommt zurück. Bleibt zurück. Er könnte uns immer noch attackieren. Lasst sie einfach gehen. Der wichtigste Teil ist, dass sonst... ist, dass niemand verletzt wurde. Wir werden mit uns mit Lavu später beschäftigen. Okay, also Lavu sehr wahrscheinlich irgendwas... angefädelt. Guck mal, die ist auch gefesselt hier. Nein, stoppt ihn. Ihr habt keine Idee, was ihr getan habt. Ich hätte mich um sie gekümmert.
Wir könnten weiterhin unsere alten Wege unseres Lebens mit mir als eurem Wächter machen. Ja, sie ist doch hier immer bla, ne? Okay, aber sie hat die Hälfte von Subiris Würfel. Ne, Subiri hat die Hälfte von ihrem Würfel. Also irgendwie hängen die zusammen. Also sie ist verschuldet dem Subiri gegenüber. Und ja, Janji, Geller, du hast keine Ehre. Wir haben dein Leben gerettet und das ist es, wie du uns dankst. Mögen die gestohlenen Reichtümer dein Ruin sein. Ja gut, der Geller überlebt auch nicht lange. Wie wir mittlerweile wissen. Schon länger. So, dann kommen wir noch hier. Ah, guck mal, hier ist die Höhle. Gut, hier ist der Tower Dweller. Tot? Und oh nein, es war eine Maschine. Nagana Bringat Bolbasur, Tegana Bringat Bolbasur, Nagana Bringe Tegana, Nagana Tegana. Das ist ein Pattern zu erkennen. Ist das etwa, ist es etwa, ja doch, der Tissa hat doch, nee, nicht der Tissa, der Subara hat doch gesagt, im letzten Fall von Vinga, ich kann die alte lemurianische Sprache. Ist das lemurianisch? Weil das sieht man nach einem Log von Befehlen für so einen Automaten aus. Biprom, Biprom, Biprom. Tegana Tresno. Und vielleicht ist das Ding dann explodiert. Vielleicht war das irgendein Selbstzerstörungscode, wenn es doch wirklich alte Technologie ist. Na, wenn die Lemurianer die Technologie haben, mit einem Stift Sachen auf Steintafeln erscheinen zu lassen, dann wird das doch wohl auch kein Problem sein. So, hier ist das Gefangenenlager von Subiri. Er hat sich rausgedingst. Sehr wahrscheinlich hat Lavu Mata ihn befreit. War das Lavu? Lavu Mata, genau, hat ihn sehr wahrscheinlich befreit, weil die hat seinen Stein. Oder er hat ihren Stein. So, mehr gibt es hier aber nicht zu gucken. Das ist der Abend und hier am Morgen quasi ist das Ding noch da. Das Golden Idol ist da. Subiri ist immer noch drin. Sag einfach diese Worte in der korrekten Reihenfolge laut und deutlich. Das sind spezielle Kommandos in alter lemurianischer Sprache, die dir die Kontrolle über das Wesen geben werden, sodass du es anweisen kannst, dich selbst zu zerstören. Okay, hatte ich doch recht. Nicht länger wird dein Dorf Geisel sein für diese dunkle Kreatur. Der mit seinem Tagebuch immer, ne? Der schreit, der Tag 37, voll, die waren gar nicht mal lange da. Die waren einen Monat da und schon geht alles kaputt. Tag 37 auf der Insel. Wer könnte Tissa getötet haben? Es kann nicht der Automaton gewesen sein. Es bewegt sich nicht. Ich hoffe, jemand lässt mich hier bald raus. Es ist sehr langweilig in dieser Zelle, aber zumindest besucht mich Jayan regelmäßig. Tag 38. Jayan hat mir gesagt, dass Oberon Geller auf der Insel angekommen ist. Wie hat er diesen Ort gefunden? Und wie hat er herausgefunden, dass dieser Ort verbunden ist mit dem Mythos des Jungbrunnen? Der Mann hat keine Moral. Ich befürchte, was wohl passieren würde, wenn er seine Hände wenn er das Golden Idol in seinen Besitz bekommt. Viele schlimme Dinge. Ich meine, der Oberon hat ja nicht viel gemacht. Er sollte das da, glaube ich, nur für die Bruderschaft besorgen. Aber der Klauzli hat es ihm geklaut und ist dann immer weiter vererbt worden. Und die Bruderschaft wollte das Ding halt wieder haben. Guck mal, er hatte schon den Wooden Cube, weil sie sehr wahrscheinlich ihm indebted ist jetzt. Danke, Subiri. Ich habe mir Notizen für diese Beschwörungsformeln gemacht. Die alte Sprache ist seltsam für mich, aber hoffentlich wird der Rat zustimmen, dich aus seinem Gefängnis zu lassen. So, Code, um den Override, ja, um das Überschreiben, also den, ja, Override, was ist das korrekte deutsche Wort jetzt für Override? Um die Überschreibung? Nicht. Um den, ich überlege gerade, ja, Override ist für mich eigentlich das Wort, was das beschreibt. Ja, auf jeden Fall Override-Code, Biprom, 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 den haben wir auch gesehen. Es sollte seinen Kopf neigen. Und die Kommandos, um es zu zerstören, Terry Tretzno und Terry Nip. Ja, den Terry Tretzno haben wir ja gesehen. Tegana Tretzno hat sie gesagt. Oh, oh.
Ja, sehr wahrscheinlich, ne, sie will ja die alten Wege beibehalten. Oder irgendwie Neustart oder was. Oder hier, gib mir die Macht, ne, ich habe die Macht. Bei The Lords of Grayskull, was auch immer. Hier ist egal, einfach nur Zahlen. Wie diese starre, stabile Steintür. So, altes Lemurianisches. Bi, Bib, Bol, Boli, Ket, Ib, Basur, Utu, Suk, Suki, Suki, Biket, Biketi, Basur. Also Basur ist 3, 6, 9, 12. Und Ib ist dann für größere Nummern einfach mit Basur multiplizieren. Zum Beispiel Bib, Basur ist 24. Also Basur 12 mal 2 ist Bib. 2, 12 ist 24. Okay, an jeder 12er System. Und Ib, Basur ist halb 12, also 6. Ket ist 5. Biket ist 2x5. Biketi, was ist da? Was war das? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biketi ist 11. Bi, Bib. 1, 2, Bol, Boli. Und anstatt dass die sagen Keti, sagen die Ib Basur. Utu, Suk, Suki, also das mit einem. Biket, das mit, ne, Biket plus 1. Okay, Essential Verben, Nagana, Take, Tegana, Give, Prom, Stop, Terry, Destroy, Essential Nouns, also Nomen, Tresno, Tool, Nip, Self, Mora, Hitze, Gut, Lifespan, Brin, Meta, Uphol, Mind. Eieieiei, ich habe ein intaktes universelles Transfergerät in der zerstörten Stadt von Xenopolis gefunden, nach der Reinigung, nach der Säuberung. Uiuiuiui. Jedoch, das Gerät ist außerhalb der Reichweite. Ist das hier das von Geller irgendwie? Ich kann es ferngesteuert bedienen. Der uralte Automaton hat sein ausgezeichnetes Gehör beibehalten. Unsere Vorfahren waren sehr gerissen und haben eine Reihe an Restriktionen eingebaut. Der Automaton zielt mit dem Gerät nur auf denjenigen, der die mündlichen Instruktionen gibt, die mündlichen Befehle spricht. Und es reagiert nicht auf Kommandos eines Ziels unter dem Alter von 15. Also jünger als 15. Okay, so, was hat er ihr aufgeschrieben? Biprom, Biprom, Biprom. Und Terry Tresno, Terry Nip. Ist, glaube ich, ne, zerstöre das Gerät und zerstöre den Turm oder so. Biprom, was heißt denn Biprom, Biprom, Biprom? Bi. Noch Prom irgendwie hier, Bi. Prom. 1, Stopp. 1, Stopp, 1, Stopp. Und dann Tresno. Was hat ihr gesagt? Gathered Phrases. Nagana. Terry Tresno, Terry Nip. Terry Tresno, Terry Nip. Terry Tresno. Destroy Tool. Destroy Self. Okay. So, aber stattdessen hat sie gesagt Tegana Tresno, ne? Gift Tool. Oder jemand hat gesagt Gift Tool. Aha. Ja, okay. Aber gut, da waren wir, dann gucken wir jetzt einfach mal weiter. Der Dorfplatz. Ein Stein für ein Hanfseil oder für ein Hanf ist ein Stein sehr gut investiert. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du. Ein Seil, ein Steinmesser und ein Würfel.
hört auf, euch einzumischen. Nur ein neuer Sentinel kann mich aufhalten. Ja, guck mal, das ist doch hier die... Das ist die Lavomata, die hier versucht, die Traditions aufrechtzuerhalten. Die alte Schlange. So, du bist ein mächtiger Magier. Vielleicht kannst du dich dem Tower Dweller entgegenstellen. Oder vielleicht hast du eine Chance gegen den Tower Dweller. Wir brauchen dringend Hilfe. Es hat das Fleisch von den Knochen unseres letzten Sentinels geschält. Wenn wir irgendwie nur am Nä und Ü und I. Schlimm, müssen wir damit aufhören. Also wirklich. Wir werden dir den Weg zeigen. So, an diesem Punkt glaube ich, dass es wert ist, es zu versuchen. Dieser Mann scheint seltsame Kräfte zu haben. Was denkst du über diese ausländischen Besucher-Kula? Können wir ihnen trauen? Das ist ein Wunder! Wie konntest du das wissen? Eine Kreide und eine Karte mit einem Bild einer Blume. Sieh her, das ist dein Bild. Gedankenlesen ist nur einer meiner vielen magischen Kräfte, die mir innewohnen. Euer sogenannter Tower Dweller wird keine Chance gegen mich haben und meinen Kameraden. Surgical Kit, Loaded Pistol, eine Crayon, Kartendeck, eine Blume, eine gemeinte Blume und der Vertrag. So, also ja. Townvolk leicht zu beeinflussen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Deine Stimme und deine Wörter sind seltsam. Sprich doch wie ein normaler Mensch. So, die guten und schlechten Fragen. Gut, kann ich dir helfen? Schlecht. Wie alt bist du? Jeder Dorfbewohner ist unter einem anderen Stern geboren. Welcher Lebenszeit gibt? Aha, guck mal. Die kürzer oder länger sein kann. Es ist rude. Ja, was war das rude nochmal? Unhöflich. Es ist unhöflich zu fragen. Es ist unhöflich, einen Erwachsenen zu fragen, wie alt sie sind. Schlecht. Wie funktioniert das? Es kann sehr gefährlich sein, zu neugierig zu sein. Ist die Lavomata etwa älter, als sie aussieht? Ist das, was das Spiel mir sagen will? Weil sie kontrolliert ja die Kinder. Und wenn sie jetzt über Jahrhunderte die Kinder immer formt und sagen will, wir müssen unsere alten Traditionen noch beibehalten, ist das des Rätsels Lösung? Ne, wie gesagt, das ist ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Ich habe die Details nicht mehr drin. Ne, ich wusste zum Beispiel, dass der Dings da in dem Tower, dass das ein Roboter ist. Aber so die ganzen Details, die muss ich mir immer noch herleiten. Aber ist das eventuell, ist Lavomata die Schuldige, die ja alles antreibt? Die schreibt die Scheiße hier rein, die weiß, wie man da reinkommt, die kennt noch die alte lemurianische Technik und kann damit umgehen und versucht hier die Leute alle zu manipulieren. Im Namen, nö, die Kinder. So, Fremder, was ist das für ein Pulver? Kann ich etwas davon haben? Hey, wirst du uns, wirst du den Dorfbewohnern dich anschließen, wie die vorherigen Neuankömmlinge? Ah, er liest ihre Gedanken. Er hat das mit mir gemacht auf dem Schiff und es hat mir Gänsehaut bereitet. Niemand sollte die Macht besitzen, in jemand anderes Kopf hineinzuschauen. So, ein Tonball, ein Messer, ein Container mit schwarzem Pulver, Schießpulver sehr wahrscheinlich. Ein kleiner Rubin, eine Pfeife, ein Seil, ein Tabak. Ach, guck mal hier, den Stein. Den Rubin hat er von Dingens. Er hat das Seil ihm abgekauft und der Vertrag. So, wir haben alle Dingens, alle Inputs. Und demnach müssten wir doch jetzt alles zuordnen können, gell? Vor langer Zeit. Irgendwas. Wir fangen mal in der Gegenwart an. Ne? Im Tunnel. Oberon Geller used the Golden Idol. Golden Idol. On der Stone Bridge. Stone Bridge. Um zu versuchen. Ne, um die Verfolger aufzuhalten. Use die irgendwas im Tunnel. The Golden Idol on the... Ah, nee, andersrum. Q
Kill. Warte mal, hier die Dingens hat doch versucht. Use the gold idol on the stone. Stone. On the stone pillar. Stone pillar, golden idol. Jetzt ist es wieder alles durcheinander. Mist. Golden tool idol. So, Lavumata war das nämlich, weil die ist ja festgenommen worden. Lavumata. Weil sie ist ja hingegangen und hat sich das Ding geholt. Ne? Ist ja der letzte Befehl. Ne? Bibom, bibom, bibom. Und dann gib mir das Tool. Und hier unten ist ja hier der Damage Stone Pillar. Sie wird festgehalten. Nein, 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 nein. I could have dealt with them. Ne, die war nicht ganz fertig und ist dann aber von ihm hier gefangen genommen worden. Was sagten die, ne? Die könnten uns immer noch angreifen. Gib uns wieder, was du gestohlen hast. Tissa rettet ihr Leben. Nicht Tissa. Zubiri rettet ihr Leben. Er ist auch ausgebrochen, weil sie ihn auch freigelassen hat. Sehr wahrscheinlich. Aber Lavumata used the gold idol to kill die foreign explorers, ne? Oder foreign... A bis Z. Foreign Golden Heat, Hostage, Lifespan, Meta, Mine, Myth, Prison, Riches, Speaker, Foreign Visitors. So, aber der Schwertmeister, der Yayan Yi, hat sie aber, hat Lavumata ja, die Waffen abgenommen, also sie samt und Oberon Geller took the Golden Idol. Er hat sie entwaffnet, so rum. Oberon Geller hat das Golden Idol sich geschnappt. Das ergibt ja noch Sinnen. Auf einmal... Nee, wer hat sich das Golden Idol geschnappt? Und irgendwer? So, auf einmal... Suddenly, took... as a hostage? Surrender the Golden Idol. Ah, guck mal. So rum. The Golden Idol. Aber er hat dann nämlich sehr wahrscheinlich die hier als Geisel genommen. Suddenly Oberon took Cola Stirner als Geisel. Oberon Geller took Cola Stirner als Hostage. So. Er hat dann das Ding ins Surrendered the Idol, weil er hat das dann auch an sich genommen, weil er ist ja auch einer der Dorfvorsteher, ne? Surrender the Golden Idol and Oberon Geller destroyed the Stone Bridge and left, ne? Destroyed the Stone Bridge as Stone. Oberon Geller. Okay. Destroyed Stonebridge and Level. Das ist schon mal richtig. Und wer jetzt auch immer das Ding jetzt hier gehalten hat. Dann haben wir mehr. The Stolen Riches. Nobody was hurt. We will deal with Lavu later. Ne, wie gesagt, wenn sie das. Weil sie ist rauf, hat das Ding geklaut und hat gesagt, use the golden idol on the stone pillar to try to kill the foreign visitors. Das ist, glaube ich, richtig. Wer auch immer sie disarmt hat. Aha, und irgendwer hat dann das idol gedingst. Und Geller. Also hostage. He would have killed me if it were not for you. Ja, doch, das kann gut sein. Oberon Geller, cooler Stirner als na. Bei ihm bin ich mir dann nicht so ganz sicher. Oberon Geller destroyed the Stone Bridge. So. Ob das wirklich er war, wissen wir auch nicht, weil der hält hier aktuell nur fest. Weil die unten sind, die haben die auf jeden Fall hier unten gefunden und die in die Ranken hier gefesselt. Wahrscheinlich war es trotzdem er, weil der hält die ganze Zeit fest, weil er ist der Schwertmeister. Ja, ja, nie disarmt. Weil wir sehen sonst nirgendwo, wer hier irgendwie in der Nähe ist. Und er, ne, I will kill you. Take back what you stole. Muss auch ja er gewesen sein.
Oder hat er das Golden Idol? What I have given him is the most dangerous. Ah, warte mal, guck mal. Tisagami? Nee, Subirikera. Hat das. So, und dann Subiri hat das Idol ihm gegeben. Lavomata, jedes Mal an. Des Abends. Subirikera took the Golden Idol. Oder war das dann doch eher Wirlis Mongo? Mongo? Nee. Subirikera hat das Ding. Also, wer hat sie denn disarmed? Paid dearly for that decision. If I find you, I kill you. Take back what you stole. Get back. Nobody was hurt. We will deal with Lavu later. War er das? Na, jetzt sind wir wieder im Raten. Nee, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Das ist hier immer der Yayan Yi, hat sie disarmt, weil der hält die ja auch. So. Wer hat das Golden Idol hier oben genutzt? Ist das irgendwie? Weil sie ist die Einzige, die weiß, wie man es benutzt. Weil dann kam Yayan Yi und hat die festgenommen. Keller hat das Idol. Hat es an sich genommen. Auf einmal ist Oberon Geller. Hat Cooler Stirner. Als Geisel genommen. Haben wir irgendwelche anderen Wörter falsch? Villagers. Lifespan, Matter, Mind, Myth, Prison. Tunnel. Also ist das hier auch nicht hier mit Mind Games und lalala? Aua. So, irgendwer ging zum Tower und wurde mit dem Idol belohnt. And were rewarded with. Foreign visitors went to the tower and destroyed Tower Dweller. Ah, guck mal, die haben doch. With riches wurden die belohnt. Die haben den Tower Dweller zerstört. Nicht Tower Geller, sondern Tower Dweller. Aber vorher war schon das Idol da raus. So, die foreign visitors. And destroyed, haben den Turm Tower Dweller zerstört und wurden mit Reichtümern belohnt. Aber davor hat Lavumata. Wo ist sie? Hat Lavumata. Ist hingegangen und hat den. Gift Tool, glaube ich, war es, ne? Das Kommando gegeben und hat dann das Golden Idol obtained, ne? Das, was die eigentlich haben wollten, hier die beiden. So, irgendwer hat irgendwen von Gefängnis befreit. Als sie den. Okay, also er wurde auf jeden Fall befasst. Also sie hat ihn rausgelassen. Lavumata sehr wahrscheinlich hat den Kera hier rausgelassen. Subirikera. Lavumata hat ihn dann rausgelassen. Speaker. Prison. Ist auch nicht ganz richtig. So, zum Turm und haben das Ding zerstört. Gift Tool. Was war denn hier? Jetzt machen wir erstmal hier unten. Nagana. Bringat. Nagana. Was heißt Nagana? Das können wir doch hier gucken. Nagana. Take.
Brin. Nagana, Brin, Meta. Guard, hat man auch hier irgendwo Guard? Guard. Meta Lifespan. Lifespan Tegana ist Take. Ne, Tegana ist Give. Und Tegana ist dann Give. Tresno ist Tool. So. Während im Turm der. Während im Turm konnte der Lalala nur hören. Nee, nur Target. Die. Konnte das Golden Idol. Während des Symptoma konnte das Golden Idol nur den Sprecher der alten Incantations. Sprecher des Sturmkommandos. Ja, so, haben wir doch schon mal ein bisschen was weg. So. Vor langer Zeit, irgendwas, Verb, the Golden, irgendwas, Steel, found the Golden Idol. It could only use with a Voice Command und es konnte Target nur den Sprecher des Sprachkommandos bezielen. So, und jetzt sind wir nämlich wieder da mit ne, Lavumata. Ist sie so alt, wie sie tut? Auf jeden Fall, irgendwer hat gefunden, das Golden Idol. Es kann nur mit einem, oder? Bridge Foreign Heat. Kann nur benutzt werden mit einem Voice Command. Das kann nur. Ja, muss ja, ne? Voice Command. Das kann nur den Sprecher des Kommandos zählen. Daher hat Nanana den Mythos des Tower Dwellers erschaffen. Um die Leute da für Jahrhunderte fernzuhalten. So, von Nanana. The Villagers. Ja, so dass die Bürger den. Take Meta Lifespan. Command. Ja, die machen ewig die Lalala und dann gibt die sich selber den Ding. Nana would steal their Lifespan. Ja. Ich glaube, es ist Lavumata. Wir werden es rausfinden. Vielleicht sind ja hier die Namen auch alle falsch. Ne, dann ist sie einfach eine uralte lemurianische Dingens. Ja, So. So wird ein Schuh draus. Also, die ist uralt. Deswegen auch Mythen und die alten Dinger müssen doch alle. So, hat Lavumata ihn hier rausgelassen? Wir wissen es nicht. So, die ging auf jeden Fall zum Tor und haben den kaputt gemacht. Und wurde mit Reichtümern belohnt. Ja, vorher hat Lavumata das. Vor allen Dingen auch Zubiri sagt doch: Hey, du musst mir helfen. Danke, ich werde. Die alte Sprache ist komisch für mich. Lalalala. Ne, die weiß aber schon die ganze Zeit Bescheid. Und Zubiri ist halt hier, ne, sagt nur diese Wörter. Ne, hier, wer könnte getötet haben? Hier, Myth. Genau, Oberon ist da und. Jetzt müssen wir wieder alles hier so. Also das ist, glaube ich, alles richtig, weil das ist hier auch alles. Hier ist noch alles da. Ne, Voice Command ist da und dann drückt er den Hebel und dann wird. Aber die muss das ja vorbereiten.
Und die ist ja wohl auch nachts gesehen worden, da dieses, wie die das Ding geklaut hat. So, er vollführte seinen Zaubertrick. Einfach um die Leute hier zu dingsen, ne, das passt dann auch, ne, gut, ne, und wie alt bist du? Oh, das fragt man nicht, weil Luvamata ist sehr alt. Ne, die lebt halt sehr lange, sie ist halt unter einem sehr guten Stern geboren und lebt ewig, quasi. Nagana Bringat. Take Matter Lifespan, das war doch hier im allerersten, ne? Wo der Sentinel gestorben ist. Nagana Bringat. Bolbasur. Nimm Lifespan 24. Ja, und so kommen wir doch wieder eine Bolbasur. Komm. So, Nagana Bringat. Take Matter Lifespan. Und dann haben wir noch hier gehabt Bolbasur. Dreimal. Ach du Scheiße, 36 Jahre nehmen die. Und dann gibt sie jedes Mal 36 Jahre Lebenszeit zurück, weil das hier der Mythos des Tower Dwellers und lalala. Und jemand hat diesen Helm gefunden, dabei war sie das. So, also, die haben das kaputt gemacht. Und davor hat Labumata den Tigana Tresno Gift Tool. Ja, und hat das Golden Idol obtained. Irgendwer hat Sobiri dann rausgelassen. Sieht man irgendwie, wer das war? Ein Hanfseil. Der Dingens hat ihn rausgelassen. Der hier, sein Schwertmeisterkumpel, der Yayanyi. Yayanyi hat den Sobiri rausgelassen. Ja, guck mal. Weil das ist das Seil, das hat er nämlich ja hier eingetauscht gegen Rubine. Na, ein gutes Seil. Ha, super, super. So, jetzt müssen wir hier noch gucken. Labumata hat das Golden Idol in der Statue benutzt. Am Stone Pillar. Blümchen. Ne, der Yi hat sein Seil nicht mehr. To kill the foreign visitors. Warum auch immer. Ein Labumata hat das Abend und Sobiri Kera hat das Golden Idol. Auf jeden Fall tuk Kula Stirna als Hostage. Sobiri Kera hat das Idol übergeben und Oberon Geller destroyed the Stone Bridge and left. Ist doch richtig. Er destroyed Stone Bridge. Haben die Blümchen hier irgendwas zu sagen? Ja doch, das ist das, was sie anhat. Festival. Sie hat hier die Blümchen unten an. Das heißt, sie war unten und ist dann mit Ranken gefesselt worden. Das heißt, der Part ist richtig. Und was sagt er hier? Was sagt das Idol als alles? Ne, take matter. Ja, die Brücke ist hier einfach weg. Und sie wollte hier unten das alles wegfressen. Jo, sieh, wer die geil sind. Sobiri, ich bin dir für immer dankbar. Paid duty for that decision. Na, was ich ihm gegeben habe. Also das ist eigentlich auch klar. Kula Stirna und Oberon Geller hostage. Sobiri Kera surrendered. The Idol. War das doch Wirlis? Nee. Yayanyi hatte disarmed. Aber doch, Sobiri. Weil wenn er das gegeben hat, muss Sobiri das ja behalten haben. The Foreign Visitors. Wen hat die versucht zu töten? Und das ist The Golden Idol. Oder irgendwas Command? Nee, take. Use the. To try to kill the Foreign Visitors.
Im Tunnel. Disarmed Lavumata. Wenn ich das rausnehme, ist ja falsch. Also scheint das auch richtig zu sein, aber... Wenn Lavumata disarmt wurde, muss sie doch auch das gemacht haben, weil sie war da unten. Was ist jetzt das Richtige? So, was sind jetzt ihre Intentionen gewesen hier unten? Weil als sie das hier angefangen hat, hatten die das Idol noch nicht. Die hatten die ihre Reichtümer und ihre Zaubereigedönse. Dann hat er sie als Geisel genommen und Subiri hat ihm das Idol gegeben, weil er gesagt hat, hey, gib mir den Scheiß. They may still attack us, let them leave. Du hast keine Idee, was du getan hast. Ich hätte mit ihnen fertig geworden. Wir können mit mir als eurem Protector. Gella, du hast keine Ehre. Wir haben dein Leben gerettet und das ist das, wie du uns... Also der letzte Part ist jetzt ein bisschen komisch. Lavumata hat das goldene Idol benutzt, um den am Stonepillar, um zu versuchen, die Foreign Visitors zu töten. Take Steel. Wäre schön, wenn die immer noch hier unten blieben. Man mal sehen könnte. Try to target the Foreign. Nee. Weil wenn ich unten das Ding wegfresse, will ich ja irgendwen töten. Wen haben wir denn noch? Heat Bridge, Lifespan, Meta, Lifespan, Command, Villages, Myth, Command, Speaker. Sonst ist hier auch nichts, was irgendwie Sinn ergeben würde, hier reinzusetzen. Also ja, hat um den Stormpillar. The Foreign Visitors. Ja gut, weil die ihren Turm kaputt gemacht haben. Deswegen wollte die töten. Ne, tschüss. Yayani hat die disarmt. Und Subiri hat das Golden Idol an sich genommen. Auf einmal hat Oberon Geller... Ne, Oberon Geller... sie als Geisel genommen. Huch. Du hast sie als Geisel. Stormbridge and left. Was ist hier falsch? Weil das ist es doch. Sie hat das Golden Idol benutzt. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Sonst kann das doch keiner gewesen sein. Tissagamini ist tot. Subiri Kera hat das Idol an sich genommen. Yayani hat die gefesselt. Und das ist halt auch falsch. Das ist Laru. Irgendwas ist hier... Idol. Muss ich das jetzt nachgucken? Das kann doch nicht sein. Hostage haben wir, Bridge haben wir. Weil die Brücke, wo die drauf waren, die sollte einstürzen. Sehr wahrscheinlich, weil die den Ding ist. Also, Yayani hat die gefangen genommen. Und Subiri Keller hat sich das Idol an sich genommen. Die Idol Golden. Dehä? War das die ganze Zeit da? Habe ich das alles schon falsch gemacht? Nun ja, keine Hinweise akzeptiert, ist doch auch schön. Als Lavumata herausgefunden hatte, dass Subiri die Override Codes kannte, ist sie schnell zum Turm gegangen und hat, anstatt das Selbstzerstörungskommando zu geben, hat sich das Tool da geholt oder hat die alte Lemurianische Maschine angewiesen, ihr das Gerät zu geben. Ja. Ja, auf jeden Fall ist sie sehr alt, was ich gesagt habe, ne? Jetzt haben wir hier noch das Ende der Geschichte. Subiri Kera und die ganzen Dorfvorsteher und lalala. Subiri, wir möchten, dass du Martha im Council ersetzt. Im Rat ersetzt und dein Wissen mit dem Dorf teilst.
Er ist zu mächtig geworden. Vielleicht sollte ich ihn stoppen, bevor es zu spät ist. Aber warte, er kann meine Gedanken lesen. Er weiß schon längst, was ich denke. Ich habe keine Wahl. Ich muss es jetzt tun. Vor allem, was guckt denn der sich da an dem Dings noch an? Die haben das Idol doch schon. Egal, und da geht's dann los mit Oberon, du Schlange, ich werde dich. Ne, weil Oberon, Ding Geller will das Ding haben. Ja, danke fürs Spielen. Und nun sind wir Full Circle. Ne, erste Mission. Ich weiß, was du plottest, du Schlange. Ah, dabei kann er keine Gedanken lesen. Ja, er hat die Karte besorgt. Das Idol ist in seinem Rucksack. Wunderbar, ja, schön. Das war The Case of the Golden Idol. Ein sehr schönes Spiel, ein sehr spannendes Spiel. Ich war selbst überrascht, wie sehr man da doch dran knobeln kann. Wie gesagt, mit ein bisschen im Hintergrundwissen weiß man so ungefähr die Richtung, die man gehen muss. Die Namen sind halt schwer. So ein bisschen wie bei Return of the Obra Dinn. Man weiß ungefähr, was passiert ist, aber man muss die Namen halt zuordnen. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und es geht weiter mit, wie heißt es, Chance of Sennar. Da habe ich auch schon die ersten zwei Folgen schon längst aufgenommen. Aber auch das ist ein sehr schönes Knobelspiel, wo man quasi vier Sprachen oder fünf Sprachen, glaube ich, anhand auch von Hinweisen sich erknobeln muss, um zu verstehen, was da überhaupt abgeht. Und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.